Handwerk gestaltet, vom rollenden Blech bis hin zu besonderen Kleidungsstücken. HWK TV stellt zwei Projekte vor, in denen Gestaltung, aber auch Frauenpower im Handwerk eine besondere Rolle spielen. Denn hier ist sie Chefin. Jutta Michels leitet seit 2011 das gleichnamige Kfz-Unternehmen in Cochem-Brauheck. Nach dem Abitur absolvierte die heute 29-Jährige zunächst eine Ausbildung zur Karosserie- und Fahrzeugbauerin. Anschließend erlernte sie das Kfz-Lackiererhandwerk und legte in beiden Berufen auch den Meisterbrief ab. Den jüngsten zur Lackiererin 2012 als Jahrgangsbeste in ihrem Handwerk. Ich habe jetzt zwei Meisterbriefe in den Betrieb übernommen. Wir sind aktuell auf einem Mitarbeiterstamm von 18 Personen. Da haben wir uns auch die letzten zwei Jahre gut gehalten. Mit etwas personellem Wechsel. Von den 18 Angestellten sind 5 Auszubildende in 3 Ausbildungsberufen. Der Betrieb bietet heute die ganze Palette. Von der Unfallreparatur bis zur Restaurierung von Oldtimern oder Lackierarbeiten von Fahrzeugen. Wir machen viele Fahrzeugaufbauten. Machen Unfallinstandsetzungen, machen Lackierungen für unsere eigenen Fahrzeuge, auch Lohnlackierungen und aber auch Oldtimer-Restaurationen. Jutta Michels sieht ihre Schwerpunktaufgaben heute zwar im Büro und kümmert sich um die Abläufe von der Kundenbetreuung bis hin zur Abrechnung und Leitung des Unternehmens, doch es gibt auch in der Werkstatt keine Bereiche, in denen sie nicht als Fachfrau anpacken kann. Gelernt ist gelernt und so zählen Montage oder Demontage von Motoren dazu, wie Schweißen, Schneiden, Schmirgeln oder Lackieren. Damit setzt sie das fort, was in der Familie über Generationen und seit 1913 Geschichte schreibt. Unser Betrieb wurde 1913 von meinem Urgroßvater gegründet, von meinem Großvater und meinem Onkel weitergeführt, sodass ich ihn jetzt in 4. Generation vor 2 Jahren übernommen habe und wahrscheinlich die Familientradition noch lange fortführen werde. Um handwerklich gestaltende Arbeiten geht es auch hier im Atelier von Kürschnermeisterin Martina Sterz aus Koblenz. Die Handwerksmeisterin hat sich über Jahrzehnte einen erstklassigen Ruf erarbeitet. Wie auch Weberin Claudia Geilen aus Pleit und das Strickunternehmen Halfen aus Hungenroth. Alle drei sind Spitze in ihrem Handwerk und haben für eine besondere Modenschau bei der Handwerkskammer Koblenz am 27. Februar ihr Know-how und auch ihre Arbeitsmaterialien zusammengeschmissen. Angesetzt hat das Ganze mit der Idee, eine Modenschau zu machen, die zusammen mit den verschiedenen Gewerken einmal das Handwerk des Textilverarbeiters repräsentiert. Wir haben Weber, wir haben Stricker, wir haben Schneiderin, wir haben Kürschner und die Firma Geilen als Weberin, die Firma Halfen als Stricker und wir als Kürschner haben uns zusammengetan und gesagt, wir zeigen, wie eine Kooperation in den verschiedenen Bildern mit den verschiedenen Farben und den verschiedenen Materialien auf der Bühne wirken kann. Heute haben wir jetzt die Muster zusammen gefasst, wie wir das großartig dann zusammenführen können, ob die Farben zusammenpassen, die Strickmuster, ob sie auch wirklich dann, ob das eine nicht zu grob für das andere ist oder ob das auch wirklich schön zusammenpasst. Und haben überlegt, welche Kombinationen können wir finden, wie können wir die Materialien miteinander kombinieren, was zeigt das Teil und was braucht es noch. Das Ziel unserer Arbeit ist, unsere von heimischen Handwerkern gemachte Mode am 27. Februar in der Handwerkskammer im Rauental bei einer Modenschau zu präsentieren. So entwickelt man gemeinsam neue Textilkreationen, in die ganz verschiedene Materialien und handwerkliche Arbeitsverfahren einfließen. Ein spannendes Experiment, das im Rahmen einer Modenschau am 27. Februar ab 19 Uhr im HWK-Zentrum für Ernährung und Gesundheit vorgestellt wird. Insgesamt 10 Handwerker aus textilgestaltenden Gewerken präsentieren an diesem Dienstagabend im Koblenzer Rauental ihre Mode aus ganz unterschiedlichen Materialien. Mehr Informationen zu dieser Veranstaltung gibt es im Internet unter galerie-handwerk-koblenz.de oder auch in der nächsten Ausgabe von Handwerk Spezial, die am 24. Februar als Magazin in der Rheinzeitung erscheint. Dort gibt es dann auch ein Wiedersehen mit Jutta Michels, die wie viele andere Absolventen des aktuellen Meisterjahrgangs vorgestellt wird.